Ein Hallo und herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed 2. Ja, warum ich den Part 1 so schnell wie möglich beendet habe, weil die 14 Minuten schon angelangt waren und ich schon bei 50 Sekunden sogar schon war und dann wären fast schon die 15 Minuten draufgegangen und ja, 15 Minuten darf ich ja nicht hochladen und dann ist scheiße. Also, es geht jetzt weiter. Ja. Gut, Lucy Schatz ist da. Keine Ahnung, wie die nochmal hieß, habe ich schon wieder vergessen. Und dieser alte Typ da von da. Komm, wir reden mal mit dem da überall so. Fangen wir mal mit diesem Heini da an. Obwohl, gucken wir uns mal hier um, was ist hier alles ist. Ah, ein paar Bücher, okay. Ja. Und was das hier Schönes? Ja. Kann man hier eigentlich raus, sag mal? Ich kann auf jeden Fall leider nicht sprinten. Kann ich hier rein? Nein. Ich kann jetzt sprinten. Oh, geil. Kann man hier rein? Alles zu, ey, Mann. Ich will raus an die frische Luft. Ich war die ganze Zeit im Kofferraum und dann wieder, Mann. Ich habe hier nur Fenster die ganze Zeit. Was für ein Scheiß. Kann ich eigentlich rum? Ja. Ja. Nee, hier gibt es bestimmt eh nichts. Okay, scheiß drauf. Gehen wir mal zurück zu unserem Trupp wieder, und quatschen mal mit den ganzen hier, was die so zu sagen haben so. Was hast du zu sagen jetzt hier so, Kollege? Was ist denn das für ein Zeug? Dieses Zeug, Desmond? Oh, das ist nichts Besonderes, ehrlich. Nur das Zeug, das die ganze Operation hier zusammenhält. Im Ernst. Ich muss mich ziemlich konzentrieren, damit das klappt. Also entschuldige, dass ich keine Zeit habe, dir meine Hobbys aufzuzählen. Sean betreut unsere Wissensdatenbank, eine digitale Bibliothek. Er ist quasi mein Beifahrer, wenn du im Animus bist. Wenn dir also irgendetwas auffällt, Leute, Orte, Ereignisse und so weiter, erzeugt er einen Datenbankeintrag mit weiteren Informationen. Ja, aber nicht nur Datenbanken. Ich leiste taktische Hilfe für die anderen Assassinen. Du weißt schon, Desmond, für die da draußen, die richtig arbeiten, ihr Leben riskieren und so Kleinigkeiten. Ja, und was machst du? Das machst du, glaube ich, nicht. Naja, egal, was hast du noch zu sagen, du unsympathischer Mann? Hallo Desmond, hau ab. Hallo? Der Mann, den ich den Namen nicht weiß, hau du doch ab. Bitte Kumpel, geh und nerv jemand anderen, ja? Ich habe keine Zeit. Nein, ich nerve genau dich. Welchen Teil von keine Zeit verstehst du nicht? Ist das so schwer? Oder kommt das nur, weil du das nicht kennst? Nein, Das kenne ich ist nicht. es. Du hast ja eigentlich immer Zeit, ich nicht. Genau, ich habe immer Zeit. Ja, ich habe immer Zeit, also. Was nun jetzt? Lucy, was stimmt nicht mit dem? Ich glaube, ich habe einen Stalker. Genau, ich stalke dich. Hallo, Desmond. Okay. Hau ab. Jetzt fängt er wieder von vorne an. Wie langweilig. Was ist denn hier eigentlich so Schönes? Ach Mensch, hier jetzt gleich hier schön Fernseher gucken und so. Oh Mann, ey. Gleich mal auf die Couch hinsetzen und ab geht die Post. So, da ist ein Bettchen. Kann ich mich eigentlich darauf legen? So ein bisschen schlafen und so? Nein. Warum auch schlafen? Ich habe ja im Kofferraum schon geschlafen. War ja gemütlich genug. Ja. Okay, reden wir mal mit Lucy. Obwohl, können wir an diesen PC da ran? Nee. Okay, was hast du denn so zu sagen, Lucylein? Hey, also ich wollte mich nur bedanken und entschuldigen. Wofür? Weißt du, damals, das alles bei Abstergo, das war nur, ich war nicht bereit. Schon gut. Nein, wenn ich drüber nachdenke und weiß, dass es die Templer noch gibt, was sie planen. Das ist vorbei, Desmond. Jetzt bist du hier und nur das zählt. Jo, du sagst es. Und hast du vielleicht noch irgendwie was zu sagen, mein Schatzi? Lucy, ich habe Dinge gesehen. Symbole in meinem Zimmer. Der Code an der Tür. Genau wie Altair. Das ist der Sicker-Effekt. Du übernimmst mehr als nur Erinnerungen von deinem Vorfahren. Du übernimmst seine Talente. In dem Fall das Adlerauge. Talente? Du bist jetzt empfänglicher. Wenn alles klappt, dann wirst du alles lernen, was Ezio im Animus lernt. Das soll funktionieren? Ich ein Assassine? Du bist schon ein Assassine. Du wirst nur besser werden. Ja, und zwar viel besser, hoffe ich. Ich meine ehrlich, ich habe die Bänder gesehen. Du hast nicht mal versucht zu entkommen. Arschloch. Genau, und was für ein fettes Arschloch. Alter Schwede, ey, geht
der mir auf den Sack? Kann der nicht mal 5 Stunden im Kofferraum sein oder so? Wie wär's, Lucy? Okay. Hier, was hast du noch zu sagen? Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Nein, wir unterhalten uns jetzt. Halt, stopp, du Obersicke. Hier, komm. Hallo? Ich glaube, Rebecca wartet. Nein, Rebecca wartet nicht. Es bleibt so, wie es ist. Tut mir leid, Desmond, ich hab zu tun. Wir können uns später unterhalten. Nein, jetzt. Ich glaube, Rebecca wartet. Boah, bist du langweilig. Du hast ja nur 2 Sätze drauf. Da hat ja dieses fette Arschloch da vorne da mehr Sätze drauf. Mann. Also Rebecca. Ah, jetzt weiß ich auch den Namen. Rebecca, was hast du denn zu sagen? Also das ist Rebecca, das ist Lucy und von dem fettes Arschloch weiß ich immer noch nicht den Namen. Habe ich wieder vergessen. Ja, obwohl der bestimmt den Namen schon genannt hat. Egal. Also Rebecca. Hey Desmond, ja? Wie geht's? Ich frage mich gerade, was deine Aufgabe hier ist. Ich kümmere mich ums Baby. Ich halte die Kiste am Laufen. Baby? Du meinst den Animus? Eigentlich bevorzuge ich Animus 2.0, weil das Baby doppelt so gut ist wie alles bei Abstergo. Die Templer haben vielleicht mehr Kohle als wir, aber keinerlei Ehrgeiz, keinen Kampfgeist, keine Leidenschaft. Deshalb, trotz all ihrer Ressourcen, alles was die können, kann ich besser und schneller. Übrigens, setz dich, wenn du soweit bist, dann können wir anfangen. Ich muss hier nur noch etwas einstellen. Nö, ich unterhalte mich mal besser mit dir so ein bisschen so. Also Rebecca, was hast du denn noch so Schönes zu sagen? Sorry, keine Zeit. Ah. Ich muss das hier fertig machen. Ah. Reden wir später, Desmond. Nein. Setz dich, wenn du magst. Nein. Sorry, keine Zeit. Ah. Ich muss das hier fertig machen. Okay, scheiß drauf. Wir haben schon 6 Minuten, gleich 7 Minuten verplempert. Und ich würde mal sagen, wir gehen gleich mal in Animus und reisen in die Matrix. Ab geht es. Schick mich in die Matrix, Rebecca Schatzilein. Also, wie funktioniert das? Natürlich. Einatmen. Ah, was bist du, ein kleines Mädchen? Sean. Naja. Und los. Der Typ ist ganz schön frech. Mann, ey. Alter Schwede. Okay, was ist jetzt hier los hier? So, ich kann mich hier ein bisschen bewegen. Aktion beendet, ist ja sehr schön. Und ja, ganz toll. Und was nun? Ah, ein bisschen Stadt wird aufgebaut, ist ja näher. Ja. Ist ja ganz toll. Republik Florenz, 14.076. Ja. Schick. So. Hä? Und nun? Ach, wer ist denn der hier? Ach Mensch. Insieme per la vittoria! Insieme! Bitte Ruhe, meine Freunde! Silenzio! Danke! Wisst ihr, was uns heute hierher führt? Ehre! Ieri de Pazzi schändet meinen Familiennamen und zerrt uns zu sich in den Schmutz. Wenn wir... Schluss mit dem Unsinn, Idiot! Buonasera, Ieri. Gerade sprachen wir noch von dir. Dich habe ich nicht hier erwartet. Ich dachte, die Pazzi überlassen anderen die Drecksarbeit. Deine Familie ruft doch die Wachen, wenn es Ärger gibt. Du Feigling! Angst, die Dinge selbst zu regeln? Deine Schwester schien recht zufrieden mit meiner Art, die Dinge zu regeln. Oh. Tötet ihn! Ich geb dir gleich, tötet ihn. Oha. Das kriegst du wieder. Jungs sind Jungs. Aber sowas von hier kriegst du einen auf die Fresse, mein Freund. So, wo ist dieser Heini? Wo ist denn der? Der ist schon wieder weg, Mensch. Was wollt ihr denn jetzt hier? Ah, okay. Kontern kann ich anscheinend schon. Okay, und dann, ja, einer, zack, und voll in die Fresse. Und jetzt bist du dran, mein Kollege. Ja, komm. Und zack, und nochmal in die Fresse. So, wer will der Nächste sein hier? Komm. Aha. Okay, du willst dich also mit mir anlegen. Nein. So, und zack. So, wer ist der Nächste jetzt hier? Wer will nochmal? Sag mal, das ist meiner.
könntet ihr mal mit den Typen lassen? Das ist meiner. Das ist mein Spielzeug. Der schlägt mich sogar, mein Kollege. Komm, greif mich an. Komm. Oh Mann, lass mich da mal den Tisch. So, jetzt reicht's. Das ist meiner. Boah, mein... Ja, komm. Schlag nochmal. Zack. Und... Zack. Nase gebrochen. Was hältst du davon? Das siehst du gleich. So. Mal in die Eier und in die Fresse rein. Und nochmal schön rauftreten. Und nochmal. So. Komm, steh auf. Komm, mach hin. Komm, zeig, was du bist hier. Hey! Hinter dir! Federico! Was tust du hier? Ich will sehen, ob mein kleiner Bruder endlich kämpfen kann. Und? Du hast Stil. Aber die Ausdauer ist, was zählt. Mal sehen, wie viele du erledigen kannst, bevor sie dich niederringen. Viele. Sehr viele. Dann kommt mal her. Ich bin für jeden hier da. Erstmal du. Zack. Na komm, wer will? Wer will? Wer will? So. So. Und nochmal bitte. Was war denn das für ein Konter? Okay, komm. Hier ist Tag der offenen Tür hier. Jeder darf mal rein. Was? Egal. So. Oh Mann, ich will ihn nochmal greifen. Mann, das darf ich gar nicht. Kann man ihn runter... Nein, runterwerfen kann man scheint den nicht, oder? Nö. Aber... What the fuck? Ja, so. Und... Fett rein in die Fresse. Und du runter mit dir. Viel Spaß beim Schwimmen. So, das wäre dann mal wohl meiner. Also, das wäre dann wohl meiner. Also... Okay, dann nehme ich mir den hier. Also, ich würde gerne hier den bevorzugen. Der wirft ja gerade so schön mit Stein. Ja, ja. Mach einen Abflug. Wer will denn noch? Achso, der. Na komm ran. Ich greife dich mal. So. Und. Na komm, ich will dich kontern. So. Kopfnuss. Halt ein! Was? Wir haben fast gewonnen! Deine Lippe. Na und? Nur ein Kratzer. Lass bitte den Arzt entscheiden. Das ist nicht nötig. Außerdem habe ich kein Geld für deinen Doktor. Alles an Wein und Weiber vergeudet, hm? Vergeudet? Wohl kaum. Leih mir ein paar Florin. Oder hast du dasselbe getan? Durchsuch sie. Die haben doch sicher was in ihren Taschen. Wohl möglich. Also was habt ihr denn so Schönes dabei? Was hast du denn so Schönes dabei? Mal gucken. Und ach, 15 Florin, Mensch. Bist ja sehr reich. Okay, was hast du so dabei? Zeig mal her. 133 Florin. Mensch, der war ja schon reicher. Mann. Hat anscheinend bei Wer wird Millionär hier mitgemacht in Assassin's Creed 2. Mann. Was hast du so dabei? Ja, 10 Florin. Ja, geht so. Wäre zufriedener mit 133 oder so. Über 100 so. 10 Florin. Ja. Was hast du dabei? 17, ach Mann, ey. Was hat der so dabei? Babine, das sollte genügen. Jetzt weg hier, bevor die Wachen kommen. Wie genügen? Ich will noch mehr plündern, ey. Die liegen hier alle hier so schön versammelt. Die kann ich alle hier schon so schön plündern und so ausrauben. Mensch, diese Chance... Direkt in die Hölle fahren. Ja, diese Chance habe ich nie wieder, mein Freund. So, was hat der so Schönes dabei hier? Oh, 25 Florin, alles arme Säcke. So, was gibt's jetzt? Obwohl, warte mal kurz. Wir sind bei 14 Minuten, also würde ich sagen, ich werde diesen Part jetzt erstmal beenden, bevor wir bei 15 Minuten überhaupt angelangt sind. Und dann sehen wir uns beim nächsten Part zu Assassin's Creed 2 wieder. Bye, bye.